Ja, guten Morgen, Freunde, und willkommen zurück zu Spyro 3, Year of the Dragon. Ja, beim letzten Mal habe ich ja die erste Aufnahme gemacht. Läuft alles soweit ganz gut. Controller funktioniert auch. Ja, super. Ja, aber ich benutze so ein Billig-Verlängerungskabel an meiner PlayStation und naja, schon ein bisschen abgedudelt. Deswegen kann es sein, dass es manchmal nicht funktioniert, aber diesmal nicht. Ja, beim letzten Mal, was haben wir denn alles gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gucken wir mal im Atlas nach, ne? Ach ja, 2.02 hieß es noch Handbuch. Das wollte ich fast schon eben wieder sagen. So genau, wir haben das, den Warp Room quasi geschafft. War Sonnenaufgang, wir haben Villa Sonne, Wolkenturm und Schilas Alm geschafft. Ist eigentlich fast so ziemlich die Hälfte von dem Level. Ja, 12% stand auch vor eben am Startbildschirm. Das ist schon ganz schön viel, finde ich. Obwohl es gar nicht viele Welten eigentlich sind, die wir gemacht haben. Naja, ne? Gut, dann machen wir jetzt weiter. Und zwar würde ich sagen, mit dem Schmelzkrater. Und ja, ne, arbeiten wir uns der Liste nach ab. Ach ja, ja, qualitätsmäßig habe ich das in der letzten Aufnahme auch festgestellt. Die ersten Parts habe ich schon gerendert. Qualitätsmäßig bin ich damit eigentlich zufrieden dafür, dass es von der Original PlayStation kommt, bildmäßig. Klar, es ist das hier das normale Composite-Videosignal. Ist klar, ne, dass das Bild so ein bisschen läuft und naja, nicht vielleicht unbedingt am besten aussieht. Aber es ist am originalsten. Ne? Vielleicht nicht unbedingt so, wie es auf dem Röhrenfernseher aussehen würde, aber ach, ich finde, das hat schon was. Ja, mit dem Ton meiner Stimme irgendwie rauscht mein Headset. Ich glaube, ich müsste mir irgendwann mal ein neues besorgen. Dieses leichte Hintergrundrauschen, das kriege ich mittlerweile nicht mehr raus. Ich glaube, mein Headset ist einfach zu abgedudelt. Naja, ne? Ich glaube, das gibt es nämlich auch schon gar nicht mehr. Das habe ich mir aber 10 Euro vom Aldi gekauft, ohne Mist. Weil manche Billig-Headsets hören sich immer wahnsinnig gut an und manche wieder nicht. Na gut, ne? Müsste ich irgendwann nochmal nachgucken. So, jetzt machen wir mit dem Schmelzkrater weiter. Ja, hier gibt es nämlich auch einen Skillpunkt. Ich meine, es gibt sogar zwei, wovon einer recht einfach zu finden ist und der andere so ziemlich mit der aufwendigste Skillpunkt im ganzen Spiel ist. Den können wir allerdings noch nicht holen. Warum? Das werdet ihr noch sehen. So, hier sehen wir schon mal so einen verschlossenen Tresor. Fragen wir erstmal den Typen, was hier los ist. Rinox, sie treiben hier ihr Unwesen. Aber ich kann niemanden lange genug aus der Tiki-Lodge herausholen, um etwas dagegen zu unternehmen. Na gut, Lehm. Dann räumen wir hier mal auf, ne? So, Wildschwein. So, den, denke ich, kann ich nicht verbrennen. Der hat ein Metallschild. Ach ja. Lange habe ich kein Spyro mehr gespielt. So. Mal sind wir diese lustigen Stäbe. Ich glaube, das Level war auch eins der Level, genau, das habe ich damals auf der Demo-Version ganz oft gezockt, weil das eins der Level war, ja, den man auf der Demo-Version spielen konnte. Ich glaube, das andere war wirklich der Muschelstrand, das Level, was hier nachkommt, wenn ich mich irre. Müssen wir mal gucken, wenn wir da sind, dann kann ich es euch aus meiner Erinnerung hier zeigen, oder beziehungsweise sagen. So, hier gibt es diese Schnecken. Lecker, lecker. Wobei ich absolut kein Schimmer, wie man Schnecken. Alter. Alter, wo kam er jetzt von da drüben über die Brücke? Alter, das ist ja hier unmenschlich schon wieder. Kaum ist man hier, kriegt man schon wieder voll einen auf den Sack von so dicken Wildschweinen. Auf jeden Fall, Schnecken. Ich weiß nicht wie. Naja, Spyro verbrennt sie nur, aber ne, die Franzosen essen ja die Viecher sogar. Ich weiß nicht, ne? Was ich davon haben soll. Weil was bei mir draußen im Garten rumkriecht, will ich nicht unbedingt selbst essen. So. Und da ist auch schon unser erstes Ei für heute. Müsste vielleicht das 15. Ei oder schon mittlerweile hier sein. Ricky! So. Hier haben die. Oh, 21. Ei sogar schon. Ja, ne, wir kommen voran. Ja, hier haben die Drachen wenigstens auch einen ordentlichen Namen. Nicht so wie in manchen Nachfolgern. Also ich will es noch nicht so viel spoilern, aber ihr werdet es sehen.
Sorg dafür, dass dein Freund Sparks, die Libelle, immer gesund ist, Spyro. Wenn seine Gesundheitsanzeige niedrig ist, fackel ein Tier wie diese Schnecke hier ab, um einen Schmetterling freizulassen. Ja. Hey, weg. Ab in die Grube. So, Brutzel die Brutzel. Und schwupp. Alter. Ist ganz. Die Witzweine, die haben es hier aber echt auf mir abgesehen. Diese Wände hier, ne? Mit diesen zerbröckelnden, ja, Lava-Gedönse. Man sollte danach immer in Spyro 3 vor allem ein bisschen die Augen darauf halten. Spyro 2 kenne ich bis auf äußerste Westentasche eigentlich. Da gibt es solche Geheimnisse selten. Die meisten sind auch ein bisschen offensichtlicher. Spyro 3, da haben sie schon mal ein bisschen wieder überdacht. Da gibt es solche Geheimnisse öfter. Meistens sind da nur Leben drin, ne? Aber es sind dann meist nicht gerade wenige. Also da kann das schon mal vorkommen. Wobei im Schmelzkrater gibt es die, glaube ich, nicht. Oder gibt es so ein Geheimnis? Die ich mir jetzt auch nicht sicher. Den Schlüssel hätte ich doch gerne. Und mein Gott. Jetzt bräuchte ich erstmal eigentlich eine Schnecke. Soll ich da hinten jetzt hinkommen, ohne zu verrecken? Ich gleite, glaube ich, erstmal dahin. Heieiei. Und wir haben es gerade so geschafft. Wow. So. Wildschwein. Linox. Aber ich brauche eine unbedingte Schnecke. Wo finde ich die jetzt? So. Da eine Schnecke? Nee. Mein Gott. Alter, das ist knapp. Schnecki, Schnecki. Wir brauchen eine Schnecki. So, gut, dann gehen wir erstmal weiter. Weil der Schmelzkrater, der ist nicht so lange lang. Und hier ist nämlich schon unser Kumpel, der Stahlmann. Hier, nimm dieses Eich. Die haben sie gestern Abend in der Tiki-Lodge verteilt. Rocky. Ja, was auch immer du mit Tiki-Lodge meinst. Curly. So, der haut jetzt auch ab, ne? Gut. Ja, dann räumen wir hier jetzt noch auf. Diese Steine. So, und hier ist der Grund, warum wir dieses Level jetzt nicht komplett beenden können. Hinweis, Wachtmeister Bird befindet sich derzeit auf einer wichtigen Mission. Das Innere eines Käfigs. Dumm gelaufen. Die Zauberin. Ja, ein bisschen blöd. Da ist nämlich ein Zusatzbereich. Nur wir müssen erstmal wie Sheila das Känguru unseren Kollegen Bird hier finden und, naja, wahrscheinlich befreien in Form von diesem alten Sack. Spyro, du kommst gerade rechtzeitig. Ich habe zwei Eierdiebe durch diese Tür da flüchten sehen. Nun, eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck geheim zu halten, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich lasse dich gern durch das Tor, um sie zu verfolgen. Für einen, kleinen Finderlohn. Ja, ja, immer nur das finanzielle 300, ey. Feg dich, schon wieder keine 1000. Danke, Spyro. Und viel Glück beim Fangen dieser garstigen Eierdiebe. Garstig, du bist garstig. Mit deiner garstigen Gier nach garstigen Edelstein, Alter. Ich hasse das, ne? Wenn man gerade so einen schönen hohen Wert von Edelstein erreicht hat oder so, ne? Dann... einfach mal bratz, wieder alles weg. So, hier haben wir noch einen Zehner, genau. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. Ohne natürlich gebraten zu werden oder sonst. Und wir haben es gerade so geschafft. Lecco mio. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt sind die Stäbe hier auch weg. Jetzt gehen wir mal eben kurz runter und machen den Pott auf. So, den Schlüssel haben wir jetzt da gefunden. So, und hier sind eigentlich immer ein ganzer Haufen Edelsteine drin. Ja, nicht sehr viel diesmal. Für 15 oder so. So, jetzt ist hier auch unser Kumpel weg, sehe ich gerade. Also wenn man das Ende des Levels erreicht hat, verschwinden die am Anfang scheinbar. Heißt, man hat am Ende gar keine von den Einwohnern mehr hier drin. Auch gut. So, unten ist eine Schnecke, auf die scheiße ich jetzt aber. Wir gehen jetzt erstmal in den Bereich, den wir uns aufkaufen mussten. Ich denke, die Eierdiebe kriegen jetzt, was sie verdienen. Wie schade. Irgendwie fand ich die Jungs ganz nett. Ja, weil sie dir wahrscheinlich auch Edelsteine gegeben haben. Ah, das ist doch ein Bärfied, keinesgleichen. So. Halt, den wollte ich eigentlich aufbrechen.
Man werde ich das schon höre, ne? Bist du der Drache, der nach den Eiern sucht? Ich habe nämlich einen verdächtig aussehenden Typen mit einem Ei dort drüben gesehen. Steini, ja, ich habe auch einen Freund, der heißt auch mit Nachnamen Stein. Den nennen wir auch immer Steini. Cool, dass der hier einfach mal mit implementiert wurde im Spiel. So, ich würde sagen, erstmal hier alles wieder abgrasen von sämtlichen Juwelen. So, ja, den Potter müssen wir mal gucken, wie wir den kaputt kriegen. Denn Spyro 2 ging jetzt immer mit der Superflamme ganz gut. Ich glaube nicht, dass wir hier so ein Ding finden. So. Die sind gut versteckt hier. Ich glaube, irgendwo war hier auch jetzt noch... Genau, ich glaube, die Wand, da kann man einrammen. Tatsächlich. Und das war der Könnerpunkt. Das Leben da. Das war einer der zwei Könnerpunkte in dem Level. Den anderen, wie gesagt, können wir noch nicht holen. Dann kommt da mal noch. So. Ja, ne, wir müssen erstmal Wachtmeister Bird befreien. Der ist dann wahrscheinlich im nächsten Warp Room. In der nächsten Welt, kann man sagen. Die ist über Welt. Ich muss mich nur auf ein Wort dafür festlegen, glaube ich. So, war da hinten nicht noch ein Stand? Nee. Da ging es nicht mehr weiter. Gut. Wo war das mal den Eierdieb und die Edelsteine da oben? Falls hier keine mehr sind. Ich glaube ja nicht. Gut. Erstmal. Oh, Vase. Vase. Edelstein. Edelstein. Ah, ich glaube die Edelsteine holen wir zuerst. Obwohl mit der Kurve vielleicht kriegen wir. Ah, kriegen wir ihn? Wir kriegen ihn tatsächlich bei der ersten Runde. Moira? Was? Moira? Hä? Heilige Scheiße. Französischer Name oder so. Hey, da ist noch einer. Der war ganz schön schnell. Vielleicht kannst du ihn fangen, wenn ich den Supersprint aktiviere. Wieso war? Hast du es nicht hingekriegt oder wie? So mit dem Supersprint können wir jetzt auf jeden Fall, wie jeder Spyro-Veteran war, so ein Ding kaputt machen. Und da sind 24 Edelsteine drin. Gut. Dann holen wir uns jetzt den zweiten. Naja, die ist eigentlich fast genauso leicht. Es geht halt nur ein bisschen schneller, ne? So. Hinterher und nach Möglichkeit, ja, zusehen, dass man nicht von der Bahn abkommt, so wie jetzt. Gut, einmal warm gelaufen, dann geht's jetzt los. Ja, mit Springen kriegt man die Kurven schneller. Und ja, wenn man also dran ist, ne, wie am ersten Kermit befreit. Grau. Oder, naja, weiß-grau. Weiß ich nicht. So, auf jeden Fall war es, glaube ich, alles, was wir bis jetzt in Level holen können. Ich guck mal rein. Wir haben 291, genau, Edelsteine und zwei Eier fehlen noch. Das heißt, 109 Edelsteine und zwei Eier fehlen noch. Ja, die denke ich mal, kriegen wir noch in dem Zusatzbereich. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir erstmal ab aus dem Level. Schwupp, ne? Ob ich jetzt Gebiet verlassen oder hier rein renne. Ach, das nimmt sich meist zeitlich nicht viel. Manchmal ist es schon praktisch, aber hier in dem Level nicht. So. Ach, jetzt haben wir so eine ungerade Zahl immer. Es ist nicht schön. Die 91 Edelsteine hätte ich vielleicht liegen lassen sollen. Boah. Ja, ich denke, ne? Also letztes Mal war es auch schon so, dass ich zu Beginn der Aufnahme Schluck auf hatte. Gas geben. Sehr gut. Jetzt habe ich schon wieder Schluck auf. Naja. Lang nicht mehr so viel Let's Play. Aber das kommt auf, weil man halt so viel dabei redet. Irgendwo muss man das auch mal einsehen. Juhu! Mein Tor funktioniert wieder. Bis später am Strand. Ja, schön für dich. So, dann auf in den Muschelstrand. So, das Gebiet war eigentlich auch das zweite auf der Demo mit diesen Seehunden. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, dann machen wir jetzt das Level. Und ich meine, in dem Level hier war auch der
Wobei, nee. Ja, das Level war noch auf der Demo. Und der, genau, hier der Skatepark aus Villa Sonne, der war auch mit auf der Demo. Das weiß ich auch noch. Da habe ich mich immer gewundert, warum es da so wenig Edelsteine gibt. Weil es ja nur ein Zusatzbereich war. Das weiß ich noch. Gab es irgendwie 92 Edelsteine oder so ein Level. Jo. Ja, ein bisschen weiß man halt noch. Wegen des Spiels habe ich jetzt mal gesagt, nie als Vollversion besessen. Das ist in meiner Kindheit. Da hatte ich nur Spyro 2 und dann auch nur als Kopie. Ja. Das war... ja. Recht monoton, was Spyro an. Ja, ich habe immer das Level C für gefeiert. Ich feiere es heute noch. So, und lass mich raten, das ist so ein Kreis aufgebautes Level, ne? Ja, irgendwie müssen wir zurück hinkommen. So, hier gibt es, meine ich, lasst mich überlegen, einen Skillpunkt. Und zwar müssen wir so ein Hühnchen hier. Ja, erstmal umbringen. Wo ist es?